Neuer Tag und neues Statement. Es gibt wieder Neuigkeiten rund um Anis und auch um Mäus. Da habe ich ja vor einigen Wochen schon drüber berichtet auf meinen Kanälen. Und diesmal hat Anis, also die Ex von Mäus, nochmal über die letzten Wochen und Monate gesprochen und auch nochmal so ein paar Fragen, die aufkamen, den Followern von ihr beantwortet. Und der Zuspruch war enorm. Nach ein paar Stunden haben das schon über 50.000 Leute geliked, auch sehr fleißig kommentiert. Und die Kommentare sind sehr pro Anis. Es gibt aber auch immer noch Leute, die sagen, Mensch, wir stehen hinter Mäus. Und da frage ich mich halt auch, was muss da jetzt alles passieren, dass man da immer noch hintersteht? Also wirklich dubioser kann ja eine Karriere auf YouTube nicht ablaufen. Eigentlich mal der gefeierte YouTube-Star, auch was Hip-Hop-News angeht, hat er lange Zeit recht gute Videos auch gemacht. Da habe ich auch hier und da die Videos selbst geschaut. Und dann ging es nach und nach mit Skandalchen und auch großen Skandalen bergab. Ja, ihr habt viele Videos von ihm, denke ich, auch in der Vergangenheit auf anderen Kanälen gesehen. Und ja, jetzt kam es zum Rosenkrieg zwischen Anis und ihm und er hat einen Mental Breakdown und ist eine Gefahr nicht für Anis nur, sondern auch generell für sein Umfeld und auch für sich selbst, denn ich weiß nicht, wie weit das da noch gehen soll. Klar kann er damit ja gerade noch Geld verdienen, weil er noch genug Aufmerksamkeit bekommt durch seine Art und Weise, aber das wird nach und nach auch weiter abflachen und wenn da nicht irgendwann mal so ein Turning Point für ihn kommt, wo er vielleicht auch nochmal sagt, okay, das war jetzt wirklich alles scheiße, ich muss jetzt irgendwie meine Karriere noch retten, dann ist, glaube ich, wirklich auch die letzte Chance vorbei. Und ich glaube, ja, er hat so eine Fanbase, dass er immer noch was draus machen kann. Und das Internet vergisst auch schnell, wenn er wirklich 1, 2, 3 Jahre vernünftigen Content wieder auf YouTube hochladen würde, dann wäre er, glaube ich, auch wieder so langsam rehabilitiert. Klar würde es immer noch Leute geben, die auch zu Recht sagen, nee, den gucke ich nicht mehr, der hat bei mir verschissen. Aber ich glaube, es würde immer noch genug geben, die sagen, okay, wir geben ihm nochmal eine Chance. Es gab schon viele Comebacks, ja, von Sinan, G und Co., wo auch krasseste Meldungen publik wurden. Und ich denke, das würde bei Mäus ähnlich ablaufen, trotz der ganzen fürchterlichen Dinge, die uns Anis bei ihren ersten Statements vor über einem Monat geschildert hat. Was seitdem so passiert ist, ja, das zeige ich euch jetzt hier einfach nochmal, um euch da auf die neuesten Updates hier auch zu bringen und euch in Kenntnis zu setzen. Und ich bin gespannt, wie ihr das Ganze jetzt seht. Hi Leute, viel Zeit ist vergangen mittlerweile. Ich habe gefühlt, glaube ich, über einen Monat nichts mehr gepostet. Und trotzdem, nach all dem hat er noch immer nicht aufgehört, mich runterzumachen und zu beleidigen. Das tut er immer noch jeden Tag, nonstop. Viele Sachen sind offen geblieben, viele Fragen sind offen geblieben. Er und seine Brüder haben viel Mist über mich verbreitet. Ich kam gar nicht mehr hinterher, auf das alles einzugehen. Und selbst wenn ich auf irgendwas eingegangen bin, ist das immer untergegangen. Und wie ich schon sagte, sind viele Fragen offen geblieben. Ich wurde auch mehrmals gefragt, warum ich nie früher die Polizei gerufen habe oder warum ich mich nie früher getrennt habe. Ich habe, glaube ich, die letzten 2, 3 Jahre nur damit verbracht, mich von ihm zu trennen. Und ich habe auch mehrmals mich von ihm getrennt und bin auch weggegangen. Und er hat mich mit Drohungen und alles Mögliche mit Terror und alles Mögliche wieder zurückgeholt. Einmal bin ich sogar mitten in der Nacht rausgerannt zu meinem Auto und er hat mich von den Nachbarn an den Haaren aus meinem Auto rausgezogen und zurück ins Haus gezogen. Einmal war ich in Österreich bei meiner Familie. Da hat er bei meiner Mama auch so schlimm Terror gemacht, dass ich keine andere Wahl hatte und erstmal wieder zurückgehen musste und mir dachte, ja, okay, ich muss das anders angehen, ich muss ihn beruhigen, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden, mich von ihm zu trennen, weil er einfach so schlimm Terror gemacht hat und das alles schon zum schlimmes Ausmaß genommen hatte dort. Nur weil er mir nicht erlaubt hat, dass ich mich von ihm trenne, heißt es nicht, dass wir noch zusammen waren. Er hat es halt nicht zugelassen. Und eine Sache ist auch, was mich sehr viele gefragt haben, warum ich nicht zur Polizei gegangen bin, warum ich nicht viel früher zur Polizei gegangen bin. Das ist einfach, abgesehen mal davon, dass er mir und den Kids mit Mord gedroht hat, habe ich mich einfach nicht getraut, weil ich habe ja auch all die Jahre damit verbracht, dass niemand mitbekommt, wie unsere Ehe wirklich abläuft. Ich habe das immer vor allen versteckt. Und ich hatte auch Angst, wenn ich zur Polizei gehe, dass das dann dadurch alle mitbekommen würden, dass alles irgendwie öffentlich würde. Und abgesehen davon wollte ich auch nicht, dass der Vater von meinen Kindern durch meine Hand ins Gefängnis kommt, weil er auch allgemein viel Dreck am Stecken hatte. Und ich hatte Angst, wenn ich ihn irgendwie zur Polizei gehe, dass die auch die anderen Sachen finden und dass dann
mehr eskaliert, als es sollte. Weil ich wollte ja gar nicht, dass es eskaliert. Ich wollte gar keinen Krieg mit ihm führen. Ich wollte einfach nur eine Trennung. Nach der Trennung wollte ich normal mit ihm befreundet bleiben, eine Freundschaft, aber das hat er unmöglich gemacht. Nach der Braunschweig-Sache habe ich ja immer wieder aktiv versucht, mich von ihm zu trennen. Das ist, wann war das, 2021? Müsste ich jetzt selber nachgucken. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die letzten 2, 3 Jahre habe ich aktiv damit verbracht, mich von ihm zu trennen. Versucht, mich von ihm zu trennen. Und er hat es halt, solange er konnte, verhindert. Und ach ja, ich wollte was zu den Akten sagen. Und zwar, die Akten wurden vom Anwalt beantragt. Die sind alle da und jetzt versucht der Anwalt quasi herauszufinden oder ich weiß nicht, zu ermöglichen, dass ich das öffentlich posten darf, weil du darfst Akten nicht einfach so veröffentlichen. Und der guckt, was man da jetzt machen kann. Also ich habe das auf jeden Fall nicht vergessen. Weiter geht's. Auf jeden Fall ist da noch so eine Sache und zwar, dass auch Alim sogar meine Mutter geschlagen hat. Dazu gibt's auch einen Beweis, sogar ein eigenes Geständnis von ihm. Das werde ich jetzt aber nicht hier posten, das werde ich auf TikTok posten. Das werde ich euch auch danach noch zeigen. Noch eine Sache, die ich unbedingt ansprechen will, ist zum Beispiel, da ist irgendein Mädchen auf Social Media, die sich als meine Schwester ausgibt und irgendwelche Unwahrheiten verbreitet. Die hat zum Beispiel behauptet, dass ich im Krankenhaus liege oder irgendwas, und das möchte ich auch klarstellen. Auf jeden Fall, das ist nicht meine Schwester, keiner meiner Geschwister ist auf Social Media. Und abgesehen davon ist auch meine Schwester noch ein kleines Kind. Auf jeden Fall, ich war nicht im Krankenhaus. Und was war noch ein genau? Abu und Malik. Abu und Malik sind sehr ekelhaft geworden, haben sehr viele Unwahrheiten über mich verbreitet. Auch Malik hat sich über das Thema oft sehr lustig gemacht, auch über sensible Themen, irgendwelche TikToks gedreht, wo er einfach drüber lacht und Witze reißt, aber soll er wissen, was er macht. Und die zwei sind, wie gesagt, gegenüber mir sehr ekelhaft geworden und ich bin gegenüber dir aber nie ekelhaft geworden. Aber jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zurückhalten, jetzt kann ich auch ekelhaft werden. Also könnte ich jetzt auch einfach mal erzählen, zum Beispiel 2019 wollte Abu Sommer heiraten und 1, 2 Monate vor der Ehe hat er seine Freundin betrogen. Kann ich jetzt auch solche Sachen raushauen. Allgemein, die zwei Jungs sind nicht so liebe Engel, die nur nette Worte für jeden haben. Die sind genauso Jungs, die widerlich jeden beleidigen und ekelhaft sind und einfach... Auf jeden Fall, die zwei sind nicht die als das, was sie sich im Internet ausgeben. Ja, dank allem bin ich auf jeden Fall von allen Seiten jetzt abgestempelt. Das ist auch etwas, was man nie wieder rückgängig machen kann. Das wird jetzt... Das ist so ein Ding, was mich immer begleiten wird. Und er hat auch alles mögliche von mir geleakt, was man leaken kann. Er hat auch viele Bilder und Chats geleakt. Auch vieles, was gar nicht von mir war. Auch irgendwelche Chats, die gar nicht zwischen ihm und mir waren. Also viele Leute haben ihn auf jeden Fall geglaubt und tun bis heute noch alles, was er postet, ihm einfach abkaufen. Und nun ist mir mittlerweile alles egal. Ich werde mir von niemandem auf der Nase rumtanzen lassen. Und somit habe ich für mich entschieden, dass das Schlimmste, was er mir jemals angetan hat, ich zum Besten machen werde, was mir jemals passiert ist. Bis dann, Leute. Fazit der ganzen Geschichte ist, dass ich auf Anis Seite bin. Die Mehrzahl ihrer Follower ist auch voll auf ihrer Seite. Und ja, bei Mois muss man sich halt fragen, wie weit soll das jetzt noch in Zukunft gehen? Ich hoffe, er kriegt die Kurve noch und lässt sich helfen. Ich glaube wirklich, dass so eine Therapie Wunder bewirken kann und dass er, glaube ich, auch im Kern das hoffentlich irgendwann versteht, dass das die letzten Monate wirklich too much war und auch die letzten Jahre, gerade im Hinblick, was uns Anis in ihren Statements vor über einem Monat gesagt hat. Und wer da gar nicht im Bilde ist, sollte sich die anderen Videos von mir noch angucken. Da habe ich wirklich sehr ausschweifend auf dem DaVinci Talks Kanal auf die kompletten Statements von Anis reacted und auch hier auf dem Kanal habe ich berichtet über die ganzen Vorfälle rund um Mois und auch sie. Und mir tut sie sehr leid, körperlich angegangen zu werden vom eigenen Partner. Ist schrecklich und gerade wenn man eine Frau ist, fürchterlich. Gerade im Hinblick dessen, dass die beiden Kinder miteinander haben, hoffe ich, dass das irgendwann nochmal dazu kommt, dass beide zumindest am Tisch sitzen können und eine Mahlzeit gemeinsam mit den Kindern einnehmen können und hoffentlich nochmal irgendwann vielleicht sich in die Augen schauen können und sagen können, okay, wir müssen ja jetzt hier nicht mehr zusammen leben, aber zumindest können wir hier uns um die Kinder gemeinschaftlich kümmern, denn die haben das auf jeden Fall, denke ich, verdient, mit beiden dann aufzuwachsen und einen guten Vater und auch eine gute Mutter zu haben. Das ist aber, glaube ich, nur möglich, wenn er sich dann auch therapeutisch helfen lässt. Mehr kann man da jetzt nicht machen und das soll es dann für heute hier gewesen sein. Lasst gerne für mehr solchen Content ein kostenloses Abo da, liked das Video gerne und schreibt eure Meinung sachlich unten rein, wie seht ihr den Fall.
Das soll es, wie gesagt, jetzt für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.